Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. So, wir sind immer noch in Altissia unterwegs und überspringen immer noch diese wunderschönen Gondelsequenzen. Ja, und ich dachte mir so, wir erledigen jetzt erst noch die paar Jagdaufträge, weil ich erstens nicht weiß, wann wir wieder zurückkommen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Nach Altissia und vor allem möchte ich diesen Königstomberi sehen. Ich fand ja die Kleinen schon total putzig und die Königstomberis haben ja meistens ein Krönchen auf. Und das stelle ich mir irgendwie interessant vor. Deswegen machen wir das Schwedenfoto. Ja? Die Leute haben erzählt, dass es hier in der Nähe eine richtig gute Stelle gibt. Da könnten wir ein paar Fotos machen. Die Leute haben erzählt. Ja, gut. Na, wenn es eine Empfehlung war, sollten wir hingehen. Was wäre eine Reise ohne Fotos? Also los! Vor den Seluna-Fällen? Wo? Da hinten oben. Ist total toll, dass sie mal gerade hergekommen. Na gut. Tut gut, mal nicht töten zu müssen. So. Also, na, wie wär's mit einer Gondelfahrt? Nein, diesmal nicht. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Achtung, Aufnahme. Oh, großartig. Diesmal habe ich's gar nicht angucken dürfen. Das ist ja gemein. Ach Gott. Nirgends kann man runterspringen. Voll doof. So, also wo waren wir? Ach ja, genau. Ich will diesen König Tomberi sehen. Und deswegen machen wir die Jagdaufträge jetzt erstmal. Hallo, wohin soll's denn gehen? Wieder mal zu Margo. Viel Spaß! Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen. Jojo. Hey, Wescom. Hallo. Hi. Es scheint, als wäre eure Jagd von Erfolg gekrönt. Ja, sieht so aus. So, für den nächsten Rang haben wir schon 23 von 50 Sternen. Was darf es denn heute sein? Gesammelt. Und ja, nächtliche Touristenfalle. Salfenix. Zwei Stück töten. Okay, viel Glück. Jo. Nur nachts und ja, wir warten bis zu Einbruch der Dunkelheit. Passt gut auf euch auf. Jo, das machen wir. Der Premierminister. Der Premierminister. Okay, das ist da hinten, also zum Via Palsino, wobei. Oh, willkommen. Jo, hi. Also, was habt ihr auf dem Herzen? Lass mich mal was futtern. Ich glaube, das ist nicht schlecht. In Ordnung, einen Moment. So. Kommt jederzeit wieder. Jo, und jetzt dachte ich mir mal, wir werden unsere Klamotten mal wieder ein bisschen ändern. So. Die Königstracht. Ich finde die zum Kämpfen zwar nicht so super, aber benutzen wir es mal. So, die Freikampfkluft ist ja wirklich total toll. Aber
Wir sollten ihm vielleicht mal ein bisschen was anziehen. So, dann unser Ignis. Na, den lassen wir so am besten. Und Prompto. Der braucht die meisten Lebenspunkte, aber der fällt mir so schnell um. Wobei er es so mehr austeilen würde. Lass mich mal so rumlaufen. Lass uns einen Happen essen. Oh. Na, wie wär's mit einer Gondelfahrt? So, wir wollen wieder dorthin. Also jetzt fällt es sicherlich auf, dass er der überlebende Prinz ist. Gut. Also dann, bis zum nächsten Mal. Aber lange werde ich diese Königstracht nicht dran lassen. Weil ich finde die zum Kämpfen total ungeeignet und ich finde sie jetzt auch nicht sonderlich toll. Ich habe ja gehört, dass die ursprüngliche Klamotte von Final Fantasy Versus 13 drin sein soll. Also in den Spieldaten. Vielleicht wird die irgendwann mal freigeschalten. Die finde ich nämlich sehr interessant. Hallöchen. Als wären wir so. Autsch. Weiter so, Nord. Ich sehe nichts mehr. Au. Der macht's nicht mehr lang. Bringen wir es zu Ende. Schnell und schmerzreich. Aber hallo. So. Da fällt mir noch ein. Die. Okay, das ist noch nicht ganz fertig. Das braucht noch ein bisschen. Jo. Markieren ist fertig. Sehr schön. Sammeln alle auf einen. Ungleiches Paar. Ein Fessel möchte ich doch. Feuerangriff. Ein, drei Kommandobalken. Gut, sammeln. Und lässt die Gefährten einen Gegner gemeinsam angreifen. Führt oft zu tödlichen Attacken. Machen wir erstmal alle auf einen. Und nervöse Finger. Oh mein Gott, das steigert ja. Oh Gott, das steigt überhaupt nicht. Schnappschuss. Rückstoß. Ermöglicht einen wuchtigen Angriff. Machen wir erstmal das. Dann machen wir die Freundfertigkeiten. Die drei Balken benötigen erst am Ende. Und ich hätte irgendwo hier runtergemüsst. Hallo, wohin soll's denn gehen? Weil die anscheinend sehr lange brauchen zu leveln. Und das ist dann doch ein bisschen doof, wenn ich die dauernd einsetze und die irgendwie. Naja, Ewigkeiten brauchen zum Aufleveln. In der Zeit können wir die anderen. Viel Spaß. Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen. Hochleveln. So. Ich muss auch. Hallo. Hallöchen. Schön, dass ihr heil zurück seid. So. Als nächstes kommt dann, glaube ich, der König Thornberry schon. Und was darf es denn heute sein? Die tragischen Fakten. Ja, Meister Thornberry, nicht König Thornberry. Entschuldigt, bitte. Na gut, dann nehmen wir den mal an. Ich denke, das ist ein gutes Training für euch. Also dann, hoffentlich läuft alles glatt. Ja, das hoffe ich auch.
Dort? Kurz mal in den Laden? Na, wie wär's mit einer Gondelfahrt? Ja, am besten dort hinten, würde ich sagen. Dum, 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 dum. Jetzt ist es wahrscheinlich... Also dann, bis zum nächsten Mal! ...großer Tomberry, der total flink ist und mich mit Küchenmesser niedermetzelt. Das sehe ich schon kommen. Dum, dum, dum. Meister Tomberry. Oh mein Gott. Küchenmesser. Ob das eine Herausforderung zum Webkochen ist? Ich hab da so meine Zweifel. So, Exekutive. Das geht so weit. Sorry. Zu spät. Wow. Wir alles geben, scheint's nicht so. Das Ding ist aber ganz schön flink. Nicht, wenn man rumsteht und jammert. Au. Jetzt hätte ich gerne eine Tasse Kaffee. Warte, bis wir fertig sind. Das wird die Krönung. Ignis, los! So, alle auf einen. Alle Mann zum Angriff. Bitte. Das war's. Tu nichts Unüberlegtes. Ebenso. Alter, Meister Tomberry mit einer Kapuze. Ist gerade aufgefallen, ist das bei uns nicht genauso wie bei Ritter des Königs? Hä? Vier Typen, die gemeinsam kämpfen. Dann habe ich eine Stärke von 5 Sternen. Keine Chance. So einen Wert kann nur ich haben. Oh, die Magie ist noch nicht aufgeladen. Schade. Aber gut, dann machen wir mal wieder einen richtig starken Zauber. So. Und da habe ich letztens diesen Donnerrock-Feder benutzt und die benutze ich jetzt hier auch. Da gibt es wieder 4-mal Feuergar, Eisgar oder Blitzgar. Wow, 0. Achso, ich habe Feuer ausgesaugt. Toll. Supi hat sich ja total rentiert. So, und heps. Hallo, wohin soll's denn gehen? Zurück zum Mago. Viel Spaß! Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen. Oh, willkommen. Hi. Es scheint, als wäre eure Jagd von Erfolg gekrönt. Jop. Den Meister Tomberry haben wir besiegt. Der war, wie gesagt, genauso flink, also, wie ich es mir dachte. Was habt ihr auf dem Herzen? So, und jetzt noch Sahne schlagen, Stufe 50. Eine Sulzcreme. Das wird ja spannend. Ihr scheint euch sicher. Denkt dran, immer schön zusammenarbeiten. So, und... Okay, die sind an der gleichen Stelle wie... gerade eben? Ach. Na, wie wär's mit einer Gondelfahrt? Na, wie wär's mit Fresse halten? Gott, die sind mal so ekelhaft nett. Ist ja furchtbar. Game over. Ja, das erreichen wir tatsächlich sehr selten in diesem Spiel. Bis zum nächsten Mal! So. Das Spiel braucht wieder ein bisschen Zeit zu laden. Das gibt's so nicht.
Ich möchte aber jetzt gern speichern. Würdest du das jetzt eigentlich mal schaffen? Komm schon, PlayStation. Du kriegst es hin. Zack. So. Na also. Die soll hier sein. Kein Fan von. Okay, die ist ein bisschen böse anscheinend. Unseren stärksten Zauber wäre das mit Tod, aber den möchte ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Bett. Vorwärts. Jo. Okay. Das muss ich mir beim Bearbeiten nochmal angucken. Die gehen ja jetzt wirklich sehr schnell tot. Das war komischerweise. Hallo! Wohin soll's denn gehen? Der einfachste Gegner jetzt irgendwie. Ich bin schockiert. Na gut. Mal gucken, ob jetzt plötzlich noch mehr Aufträge da sind, dann kriege ich einen Anfall. Viel Spaß! Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen! Außer es ist ein Königstomberry, dann darf es der ruhig sein. Ich habe schon auf euch gewartet. Auftrag! Schön, dass ihr heil zurück seid. Sahne schlagen. So fühlte sich das irgendwie auch an. Und, was darf es denn heute sein? Hoffentlich ist euch das nicht eine Nummer zu groß. Nö, alle erledigt. Dann passt's ja. Kommt jederzeit wieder. Oh. Camelia war schon wieder im Mago? Ist ja furchtbar. Na gut, dann fahren wir mal zurück zum Hotel und dann geht's hier weiter. Mehr haben wir ja nicht mehr zu erledigen in Altissia. Obwohl, warte mal. Also dann, bis zum nächsten Mal. Moment, wir haben da noch irgendwie Bärendienst. Das gibt es. Benötigt Tenebrea Zutat. Nee, die ist definitiv nicht hier. Dann weiß ich aber langsam nicht mehr, wo Tenebrea sein soll. Da müssen wir doch dann eigentlich auch noch hinkommen irgendwann. Naja, jetzt gehen wir erstmal pennen. So, zur Residenz der Premierministerin begeben. Wirklich? Naja. Willkommen. Möchten Sie hier übernachten? Jo. So, ein Tag vergangen. Hey, ist ja der Wahnsinn. So, am Kartenspielen. Yay, Noctis ist Level 62. Das ist cool. Das nehmen wir mal mit. Aha. Aha. Süß, oder? Sogar im Kampf siehst du gelassen aus. Ich sehe ganz normal aus. Hey, das Foto ist nicht dabei. Das gemacht haben für diesen Wasserfall. Wie gemein. Schöner Morgen. Na? So, und da wir ja heute mal
Da was. Zu einem höheren Meeting gehen. Ziehen wir die auch schick an, die Leute hier. Naja. Und jetzt? Statten wir Camellia einen Besuch ab? Als hätten wir eine große Wahl. Das Imperium hat Luna im Visier. Ein Kampf wird sich nicht vermeiden lassen. Ja, sehe ich auch so. Altissia ist wirklich wunderschön. Diese Gra- Na, wie wär's mit einer Gondelfahrt? Ja, Gondelfahrt. Muss ich erstmal gucken. Die ist da hinten. Camellia, das Gipfeltreffen. Ja, dann fahren wir da mal hin. Regierungsviertel. Dum, dum, da, dum, dum. So. Dann mal gucken, was die mit der Luna hier anstellen. Hatte nur 100 Folgen gedauert, bis wir die endlich mal gefunden haben. Viel Spaß! Haben. Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen! So, wo ist jetzt das hier? Wo muss ich da genau hin? Irgendwie darüber. Da gibt es irgendwie eine Brücke, aber... Ah ja, hier geht's nach oben. Nö, geht's nicht. Toll. Ich liebe diese Stadt, es gibt keine schönere. So, da geht's aber nach oben. So. Ah, ich glaube, wir sind fast... Ja, doch, wir sind hier richtig. Sehr schön. Zack, das speichere ich doch mal kurz. Nochmal. Zur Sicherheit. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Sahne schlagen. Meine Güte. So, das Gipfeltreffen. So, guten Tag. Die Residenz betreten. Sobald die Verhandlungen mit dem Premierministerin begonnen haben, kannst du nicht mehr in die Stadt zurückkehren. Ja, hier haben wir alles erledigt. Dann geht's mal los. Das Protektorat Accordo. Ein Insel... Toll. Danke, dass ihr gekommen seid. Die Verhandlungen mit der Premierministerin steht unmittelbar bevor. Jetzt kann Noctis beweisen, ob er wirklich das Zeug zum Staatsmann hat. Keine Ursache. Kommen wir gleich zum Punkt. Kommen wir dir danken, Lage sondieren, nach Verhältnis zu Westcamp fragen. Erstmal danken wir sie. Also danken wir ihr. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Für den König von Luzis habe ich immer Zeit. Erst recht, da Westcamp so verschwiegen ist. Mir blieb gar nichts übrig, als euch zu behelligen. Momentan weiß ich lediglich, dass ihr der neue König von Luzis seid. Sie erwähnten, dass Luna in ihrer Gewalt ist. Besorgt über Accordo zeigen, besorgt über Luna zeigen, ein Treffen mit Luna fordern. Besorgt über Luna zeigen. Geht es ihr gut? Natürlich. Aber ob ich sie Niflheim ausliefere, hängt ganz allein von euch ab. Vielleicht könnt ihr mir ja Klarheit verschaffen. Was verspricht sich die Kanagi von der Anrufung? Die Wahrheit sagen, die Wahrheit anschneiden. Die Wahrheit anschneiden, würde ich mal versuchen. Hoffentlich klappt's. Sie will Leviathans Rat einholen. So, so. Und dafür reißt sie eine Göttin aus dem Schlaf? Leviathan wird kaum Lust haben, einfach so nach unserer Pfeife zu tanzen. Ich muss
vor allem für die Sicherheit von Altissia sorgen. Deshalb würde ich gerne zunächst von euch wissen, was bei Titans Anrufung geschah. Oh oh. Komm, wir sagen am besten die Wahrheit. Er hat seine Kraft auf mich übertragen. Also genau wie es die Legenden berichten. Niflheim fürchtet dies und hat seine ganze Armee in Bewegung gesetzt. Uns steht also bald schon Ärger ins Haus. Die Zeichen stehen auf Krieg. Doch Krieg kann ich hier nicht gebrauchen. Weder von Göttern noch vom Imperium. Auf mögliche Niederlage Niflheims anspielen, Zerstörung der Stadt ansprechen, auf Unausweichlichkeit pochen. Wir machen die Niederlage Niflheims mal. Aber wenn es den Abzug Niflheims bedeuten würde? Was möchtet ihr damit andeuten? Hilfe anbieten, auf Leviathan setzen, abwiegen. Hilfe anbieten. Dass ich ihnen vielleicht einen Gefallen tun könnte. Ihr seid nicht auf den Kopf gefallen. Kommen wir doch zum Punkt. Ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Helft mir, mein Volk zu schützen. Und ich werde die Zeremonie dulden. Hilfe anbieten, Sorge über die Stadt äußern. Ja, Sorge über die Stadt äußern. Evakuieren? Aber was wird aus der Stadt? Euer Mitgefühl sei euch gedankt. Doch Häuser lassen sich wieder aufbauen. Schützt die Bewohner Altissias. Mehr verlange ich nicht von euch. Und eines noch. Nach dem Ritus sind mir die Hände gebunden. Ihr seid dann auf euch alleine gestellt. Zuversicht zeigen. Wir schaffen das schon. Klar, kein Problem. Wir erledigen das. Vielen Dank, Majestät. Es gibt schließlich nicht viele Krieger, die es sogar mit Luftschiffen aufnehmen. So lautet mein Angebot. Schützt mein Volk, bekämpft das Imperium. Sind wir uns in diesen Punkten einig? Ja, Bündnis anbieten. Ja. Wir werden für sie kämpfen. Ist das so? Wunderbar. Ja, ich verspreche, dass die Kanagi vorerst sicher ist. Und nur für den Fall der Fälle, sollte mein Volk in Gefahr sein, werde ich weder auf Kanagi noch Könige Rücksicht nehmen. Verständnis zeigen. Verstanden. Sie tun ihre Pflicht, ich tue meine. Ihr ähnelt eurem Vater. Bedanken? Ja, bedanken. Danke. Ihr befindet euch auf dem richtigen Weg. Pardon, es ist soweit. Zum Schutz der Bevölkerung benötige ich 3 Männer. Die Wahl liegt bei euch. Das Imperium überlässt nichts dem Zufall. Die Niflheimer Flotte nähert sich mit 4 Harpunierern. Dies war ein höchst konstruktives Gespräch. Möge uns allen Glück beschieden sein. Ja. Die Verhandlungen wurden mit sehr gutem Ergebnis abgeschlossen. Gedenkmünze 4-mal. Sehr schön. Gut, das habe ich ja gut hinbekommen. So. Hoffentlich verrät sie uns nicht. Ich werde tun, was ich tun kann. Gut. Deine Offenheit sei dir jedenfalls gedankt. Was soll ich sagen? Auch ich habe Mitgefühl hin und wieder. Der Verlust von Regis, der Verlust des Kristalls. Seit dem Tod der letzten Kanagi hat sich viel verändert. Das Imperium hat in den letzten 10 Jahren über die Stränge geschlagen. Der Tag des Ritus.
So, und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich mal die Folge, weil es passt gerade recht gut, finde ich. Und in der nächsten Folge werden wir dann uns diesen Ritus von Leviathan dann hoffentlich mal ansehen. Dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Und sorry, dass ich hier so abrupt beende, aber naja. Ihr wisst ja, 30 Minuten pro Folge circa und naja, ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch gehen würde, deswegen mache ich hier zur Sicherheit lieber mal eine neue Folge. Ja, sorry und danke fürs Zuschauen. Tschüss.